Im Mai 1994 haben wir die alte Drehleiter in Dienst gestellt und damals hat sie schon 7,5 Millionen Schillinge gekostet. Der Grund zum Ankauf der Drehleiter war folgendes, und zwar hat Wiener Neudorf sehr viele Hochhäuser und es waren auch sehr viele Wohnungsbrände in den oberen Etagen, aber auch Kellerbrände. Und bei diesen Kellerbränden konnten die Bewohner nicht durch das Stiegenhaus und über Hakenleitern von Balkon zu Balkon kraxeln, ist, falls wie die Feuerwehr möglich, aber nicht zur Rettung der Personen geeignet. Und als Eigenschutz der Feuerwehr und zur Rettung der Personen wurde diese Leiter besprochen, geplant und angekauft. Das war eine enorme Verbesserung gegenüber der Hakenleiter und der Schiebeleiter. Aber als Drehleiter haben wir das erste Fahrzeug in der Feuerwehr gehabt. Beim Balmers Hochhausbrand 1993 war die Drehleiter schon bestellt, aber noch nicht geliefert. Daher wurde zurückgegriffen auf die drei Rettungsgeräte des Bezirkes Mödling, zwei aus Baden und eine von der Berufsfeuerwehr Wien. Dann gab es einen Brand in einem Hochhaus in der Gartengasse 12, bei einem Kellerbrand, wo die Wohnungen durch die Lüftungsgitter der Badezimmer und Klos total verraucht waren und die Personen nicht mehr über das Stiegenhaus herunter konnten und alle am Fenster auf Rettung warteten. Das war eine sehr gefährliche Situation und daher bestätigt das nur den dringenden Ankauf dieser Drehleiter, die bis heute immer ihren Dienst unfallfrei geleistet hat und von den Einsätzen Gott sei Dank immer wieder mit der Mannschaft zurückgekehrt ist. Diese Drehleiter zu bekommen, war natürlich für die Feuerwehrleiter ein gutes Gefühl, für die Bevölkerung eine Sicherheit. Und natürlich haben wir mit dieser Leiter auch Verantwortung übernommen, Ausbildung gemacht auf dieser Leiter, um sie auch perfekt bedienen zu können. Und für die Bevölkerung ein wunderbares Rettungsgerät und für die Feuerwehr zum Eigenschutz. Die Drehleiter von Wiener Neudorf war deswegen wichtig, dass wir eine Ergänzung bzw. wir haben sie gegenseitig ergänzt, das Steigmödling und die Leiter Wiener Neudorf, bei Menschenrettungen bzw. bei unseren gefährlichen Objektbränden, Wohnungsbränden bzw. Menschenrettungen aus Höhen und Tiefen. Und so hatten wir gemeinsam oft die Möglichkeiten, schneller die Personen aus ihren Misslagen zu befreien. Wir haben damals eher weniger Personal gehabt, die was mit der Hakenleiter da geübt haben. Wir waren mehr oder weniger die, was das Hakenleitersystem in Wiener Neudorf eingeführt haben. Und im Endeffekt waren wir nachher 6 bis 7 Leute, die was nachher die Ausbildung hinter sich gebracht haben. Wo wir aber wirklich geübt haben bei den anderen Feuerwehren, bei der Berufsfeuerwehr Wien haben wir sich einiges angeschaut, dass wir nachher eben perfekt werden. Ich kann mir heute nicht mehr vorstellen, dass man von einem 9. in 10. Stock mit der Hakenleiter am Abend drauf klettert. Und das ohne Sicherung. Das ist eine Gefahr für einen Feuerwehrmann, das kann man sich gar nicht vorstellen. Ein Feuerwehrdrehleiter oder ein Steig ist eben die Lebensversicherung auch für den Feuerwehrmann und auch für die Bevölkerung, die was in der Not ist. Die letzten spektakulären Einsätze oder beziehungsweise die letzten 2 Jahrzehnte waren einige Wohnungsbrände in den oberen Etagen bzw. Stockwerken am Reisenbauerring, in der linken Gasse. In der linken Gasse war auch mit Menschenrettung verbunden, dann in der Brauerstraße ebenfalls mit Menschenrettung verbunden und in der Schillerstraße auf 19, wo wir in der letzten Ebene auch einen Wohnungsbrand, einen sehr gefährlichen hatten, wo wir auf der anderen Seite mit der Leiter fast nicht mehr rauf können haben, wo wir mit der Leiter über Stiegenhaus angreifen haben müssen. Wir haben einige Industriebrände gehabt, dass die Leiter für die Brandbekämpfung eben eine sehr wichtige Sache, dass wir von oben nachher den Brand bekämpfen haben können. Beziehungsweise dann haben wir Objekteinstürze gehabt, wo Gebäude gebaut worden sind und da wo nachher Deckeneinstürze waren, da haben wir nachher mit dem Abseilgerät kombiniert mit der Drehleiter die Personen ausheben können. Die Drehleiter war schon bereits 1985 in der Mindestausrüstungsverordnung vorgeschrieben. Und immer wieder hatten wir noch versucht, dass sie eben kommt. Und es ist ein wichtiges Gerät für die Gemeinde Wiener Neudorf und für die Feuerwehrmänner von Wiener Neudorf gewesen. Das ist eben jetzt das Wichtigste, was eben ein Feuerwehrdrehleiter bringen kann. Der Feuerwehrmann soll sicher nachher seine Arbeiten durchführen können. Wobei ich nachher noch
erwähnen will, jetzt den Einsatz am Reisenbohrring 2017, wo Wiener Neudorf die Drehleiter auf der Ostseite eingesetzt hat und auch Steigmödling noch auf der Westseite eingesetzt war. Nur gemeinsam konnten wir nachher so einen verheerenden Wohnungsbrand am Reisenbohrring in den obersten Stockwerken bekämpfen. Als Abschnittsfeuerwehrkommandant muss man stolz sein, dass wir verschiedene Feuerwehrstützpunkte haben, wo Rettungsgeräte in unserem Bezirk stationiert sind. Eben, wenn größere Sachen sind, sprich Reisenbauring oder in anderen Hochhäusern in der Südstadt, dass man eben mehrere Rettungsgeräte gleichzeitig einsetzen können.